In der achten Saison der Musical-Festwochen kam heuer der Kultklassiker The Rocky Horror Show ins Müllviertel. Exzentrisch, eigen und abgefahren, so wurde das Musical in der Regie von Sven Soring beschrieben. Wie dieses gewagte Stück tatsächlich im Müllviertel ankam, erfahren Sie im folgenden Beitrag. Don't Dream It, Be It. In einem atemberaubenden neuen Bühnenkonzept mit einer großen Videowall und einer bisher noch nie dagewesenen Licht- und Videoshow tauchte das Publikum in diesem Sommer in die bizarre Welt des Frankenfurters ein. Wir hatten 4 Wochen Proben. Das war anstrengend. 4 Wochen wirklich wie Big Brother zu Hause. Es war wirklich anstrengend, aber wir hatten gute Zeit gehabt, wirklich. Wir haben viel gelernt voneinander in einer kurzen Zeit. Aber mit dieser Rocky Horror Show, es hat eine Bedeutung, es bringt Leute zusammen sowieso. Ja, das war wirklich super. Die Handlung der Rockoper ist bekannt. Nach einer Autopanne klingelt das frisch verlobte Paar Brad und Janet nichtsahnend an Frankenfurters Haustür, um einen Abschleppdienst zu rufen. Sehr gerne lässt sie der exzentrische Transvestit und Lebemann in sein Heim und stellt sie seinem ebenso illustren wie in Strapsen, Lack und Leder gekleideten Gefolge vor. So werden Brad und Janet in eine Welt eingeführt, von der das konservative Paar bis dahin nicht einmal zu träumen wagte. Bei neuen Erfahrungen, wie dem Liebesspiel mit mehreren Partnern, bis hin zur Erschaffung des perfekten Menschen und Liebhabers, kommen Brad und Janet in Gefahr, sich selbst zu verlieren. Also ich habe mich in jede einzelne Figur, in jeden einzelnen Darsteller wirklich verliebt. Sie sind so großartig, die singen, die spielen, sind mit dem Herz und mit dem Kopf und mit der Intelligenz dabei. Die Arbeit war Wahnsinn. Das muss ich sagen, wirklich, es ist ein Teil von mir da drin. Gibt es einen Teil von Frankenfurter in mir sowieso, so ist nicht so schwer zu spielen. Mit Spannung wurde das Stück erwartet. Immerhin lag die Inszenierung diesmal in den Händen eines völlig neuen Produktionsteams. Gespickt war das schlüpfrige Stück in gewohnter Manier mit mitreißender Musik. Wir haben 2001 das Experiment mit den Musicalwochen gestartet, haben sozusagen nächstes Jahr das 10-jährige Jubiläum und die Erfahrungen, wie kann man es anders ausdrücken, sind durchaus positiv. Die Musical-Festspiele von Bad Leonfelden sind mit ihrer 250 Quadratmeter großen Bühne und über 700 Zuschauerplätzen Oberösterreichs größte Veranstaltung dieser Art, die jährlich über 10.000 Besucher anzieht. Und, wie gefällt es Ihnen? Total schön. Wirklich, ich mag die Musik recht gern. Es ist anders, wie ich es kenne, aber es ist verrückt. Mir gefällt es. Und wie hat es Ihnen gefallen? Absolute Spitze. Es sind immer eigene Sachen dabei. Es ist, ja, jedes Mal, ganz egal, was spielen. Es ist jedes Stück gut. Sie waren schon öfter da auf den Musical-Wochen? Ich bin jetzt das dritte Mal da. Aber es ist, sind immer eigene Ideen mit drinnen. Und das finde ich so schön. Es ist keine Kopie. Es ist immer ganz was Eigenes. Wie waren die Erwartungen? Nicht so groß, wie was wir eigentlich vorfinden. Also es ist sehr professionell. Ich finde es sehr unterhaltsam. Wirklich. Also gute Musik, Frankenfurter ist super. Also ich bin ganz begeistert. Eine ganz ausgezeichnete Produktion. Auch das Publikum, glaube ich, gutiert es aufs Höchste. Durch so eine Veranstaltung werden viele Leute, nicht nur aus den umliegenden Gemeinden, auch von weiter entfernt, sicher aus dem Linzer Bereich nach Bad Leonfelden geholt. Ja, wir sind natürlich voll happy. Für uns ist das aber das Highlight im Jahr. Ein hochkarätiges Ensemble wagte sich in diesem Musical-Sommer in der Kurstadt über die Herausforderung in Strapsen.
Passt das denn überhaupt ins Mühlviertel? Ich weiß nicht, wie die Mühlviertel dazu stehen. Also ich finde es verrückt, mir gefällt es. Ich weiß nicht, wie die noch darüber reden würden. Also ich bin sowieso von Haus aus ein bisschen verrückt. Also mir gefällt das sowieso. Ihre Meinung? Zu gewagt? Für die Kritiken war es zu gewagt. Ich finde es super. Nein, die Kritiken waren derart indifferent. Es hat sich keiner richtig drüber schreiben traut. Aber es ist nicht zu gewagt. Weder fürs Mühlviertel noch für sonst. Das ist genau das, was rüberkommen soll. Für mich passt das, ja. Mir gefallen so schräge Inszenierungen sehr gut. Es ist doch eine gewisse gewagte Inszenierung im Mühlviertel. Wie finden Sie das? Was halten Sie davon? Man kann die Rocky-Horror-Show nicht auf lieblich inszenieren. Das ist Natur der Sache. Ja, da, gewagt. Ja, es ist gewagt, aber ich finde es eher auf lustig gewagt als auf anzüglich gewagt. Ja, für mich ist es kein Problem. Also. Nein, ich bin voll begeistert, also macht schon Stimmung. Nein, ich finde im Gegenteil, ich finde, dass er sich sehr zurückgenommen hat, weil ich kenne die Rocky Horror Picture schon ganz anders. Bad Leonfelden sicherte sich einmal mehr den Ruf als Zentrum des Musicals in Oberösterreich. Und auch die Spieler werden sich immer wieder gern an die schöne Zeit im Mühlviertel erinnern. Überall Volksfest hier, Urwaldfest da und Knuddelfest da, da gibt es verschiedene Feste hier, so ist wirklich in Ordnung. Ich finde das ganz toll, sehr traditionell. Und warst du auf irgendeinem zu einem Fest? Ja, ich war auf einem Fest, nicht als Frankenfurter, aber nur als, just zu Besuch. Ich liebe das Mühlviertel. Meine Mutter lebt im Mühlviertel. Ich bin im Mühlviertel mehr oder weniger aufgewachsen. Wenn man mal hart arbeitet und ein bisschen Freizeit haben will, dann geht man raus und steht im Wald und geht durch die Wiesen spazieren und es gibt nichts hypnotisch Schöneres als Natur. Das bringt mich runter, macht mich ruhig und das kann man einer Großstadt nicht bieten. Ballet! Ballet! Ja.